Ich bin Barbara Klemm, Fotografin und habe 40 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Fotojournalistin gearbeitet. Ich habe früher immer eine Kamera dabei gehabt und alles, was ich so auf der Straße sah, das hat mich immer interessiert. Und da habe ich dann doch eine ganze Menge Frankfurt-Bilder nun für dieses Buch. Was das Einzige, glaube ich, was überhaupt eine politische Wirkung hatte, bei meinen vielen Bildern, die ich gemacht habe in der ganzen Welt, war die NPD-Schläger. Das war 1969, hat die NPD das erste Mal bei einer Wahlveranstaltung Saalschutz gehabt. Die waren sehr brutal und es gab auch Konfrontationen mit den Studenten. Dieses Bild ist eigentlich ziemlich harmlos, aber es hat etwas aufgezeigt von dieser Physiognomie von diesen Kerlen. Und dieses Foto ist durch die europäische Presse gegangen.